Lenin in Gelsenkirchen, das ist wirklich eine absurde Idee. Überall auf der Erde gibt es Diskussionen darüber, dass man sich genau anguckt, was welche Persönlichkeiten in der Geschichte angerichtet oder erreicht haben. Sogar in Amerika wird darüber diskutiert, ob nicht Stützpunkte umbenannt werden, weil es Südstaatengeneräle sind, nach denen die benannt werden. Und da kommt jemand auf die Idee, in Gelsenkirchen Lenin aufzustellen. Die sollen sich mal bitte die Geschichte angucken, was danach passiert ist und auch was dem mit den Menschen, denen Freiheit und Demokratie versprochen worden ist und Wohlstand und dass sie nicht mehr unterdrückt werden, was dann kam. Lenin, der Stalinismus und wie viele Tote es gegeben hat. Ich finde das nicht nur absurd, sondern extrem unangebracht.